Hallo, ich bin Micha und heute geht es um den Spaceport der German Offshore Spaceport Alliance. What about the people? What were, I mean, what are they like? Am Montag lud der Bundesverband der deutschen Industrie BDI nach Berlin. Anlass war die Unterzeichnung von Absichtserklärungen zwischen der German Offshore Spaceport Alliance und vier Startdienstleistern. Diese MOUs, die Memorandum of Understanding, sind zwar keine Verträge im herkömmlichen Sinne, aber öffentliche Interessensbekundungen und damit sorgen sie für nicht weniger Aufmerksamkeit. Unterzeichnet haben diese Absichtserklärungen die Rocket Factory Augsburg, High Impulse, Skyrora und T-Minus. Doch worum geht's bei der German Offshore Spaceport Alliance überhaupt? Wie in diesem Film der GOSA, der German Offshore Spaceport Alliance, zu sehen ist, sollen Mikrolauncher von einem Schiff, das in der Nordsee unterwegs ist, starten. Los geht's in Bremerhaven, dem Heimathafen der GOSA-Flotte. Am äußersten Rand der deutschen Wirtschaftszone angekommen, sollen die Launcher dann abheben. Gestartet wurde das Projekt vor weniger als 2 Jahren bei einem Raumfahrtkongress des BDI. Und was dann passierte, fasste Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in seiner Rede bei der Veranstaltung zusammen. Aber dann hat der BDI ein Papier vorgelegt bei der Veranstaltung und hat gesagt, wir wollen einen Weltraumbahnhof in Deutschland etablieren. Das stand nicht in meinem Redemanuskript. Herr Schlienkamp wird es bestätigen können, denn ich hatte vorher schon viele Manuskripte für Telefonate mit meinem portugiesischen Kollegen, der Microlaunchers starten wollte und anderen. Und immer ist gesagt worden, nee, das ist vielleicht nicht der richtige Moment, sich zu engagieren. Und ich habe in die Runde geschaut, ich habe die Vertreter der Unternehmen gesehen, ich habe die Mitarbeiter des BDI gesehen, ich habe die Perspektiven gesehen, die ich erkannte aus Gesprächen mit vielen, mit Mark Zuckerberg, mit Elon Musk, mit anderen, die mir deutlich machten, wie hoch der Bedarf an Kleinsatelliten und Satelliten in den nächsten Jahrzehnten sein wird. Und deshalb habe ich damals gesagt, okay, wenn ihr das wollt, dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Give it a try. Beim Versuch soll es allerdings nicht bleiben. Und um das zu verdeutlichen, wurden die MOUs unterzeichnet. Wir waren bei der Veranstaltung live vor Ort dabei und sprachen mit Jörn Spurmann, dem CCO von der Rocket Factory Augsburg, darüber, was die Unterzeichnung für RFA bedeutet. Was bedeutet das für euch? Warum wart ihr heute dabei? Wieso habt ihr da unterzeichnet? Ich denke, dass es spannend ist für Deutschland, die Fähigkeit wieder zu haben, strategisch Satellit, Rakete, Dienstleistungen hinten dran, aber auch den Startplatz selber machen zu können. Und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, das auch zu unterstützen mit Unternehmen. Für uns natürlich hinterher profitieren wir davon, wenn wir in Deutschland einen Startplatz haben, weniger Exportkontrolle und die Logistik wird einfacher. Das heißt, für uns hat das schon auch einen direkten Mehrwert für den Business Case. Okay. Ihr seid jetzt aktuell in Andøya in Norwegen daran, einen Startplatz zu nutzen oder auszubauen. Soweit die Planung. Hat diese Absichtserklärung jetzt Einfluss darauf, was in Norwegen passiert? Also für uns ist die Baseline Norwegen, das ist klar, das ist jetzt unser Partner. Diese waren nach unserer Einschätzung am besten finanziert und am weitesten in Europa zum jetzigen Zeitpunkt. Und deswegen ziehen wir das dort durch. Das hier ist eine tolle Entwicklung, auf dem Zeitstrahl momentan aber schwer einzuschätzen, wann das tatsächlich Realität wird. Von daher, wir haben Interesse, wir verfolgen das gebannt und alles Weitere muss sich jetzt noch ergeben. Okay, wenn man jetzt im Bereich der Raketenentwicklung oder Microlauncher guckt, scheint sich ja abzuzeichnen, dass es eine Tendenz gibt, klein anzufangen und größer zu werden. Bei SpaceX war das genauso, ne? Die Falcon 1 zur Falcon 9. Wie sieht's aus? Jetzt sind mit einem Schiff ja einige Restriktionen verbunden, was die Größe der Rakete angeht. Hat das Einfluss auf die Entwicklung, die bei RFA passieren? Also für uns steht natürlich die RFA 1 mit 1,3 Tonnen Nutzlast absolut im Fokus und das dann ins Start zu kriegen, ist das Allerwichtigste. Die anderen
Weltraumbahnhöfe in Europa haben natürlich auch Rezessionen in der Nusslast. Da kann man jetzt auch keinen 20 Tonnen Performant Falcon 9 Launcher starten. Von daher, das sind alle Spaceports in Europa ungefähr gleich auf. Wenn es da mal größere Entwicklungen bei welchem kleinen Raketenhersteller in Europa jetzt auch immer gibt, glaube ich nicht, dass die jetzt von einer Nordsee-Plattform oder aus Norwegen oder Schweden Stand heute starten können. Ja. Da wird wahrscheinlich wieder Kourou das Mittel zum Zweck sein, von wo man da starten muss. Ja. Okay, das heißt also, Andøya bleibt bestehen. Wenn es die Option gibt, auf der Nordsee zu starten, werdet ihr die wahrnehmen, sofern das möglich ist. Hast du den Eindruck, dass jetzt dadurch, dass RFA dabei ist, auch die anderen sich überlegen werden, dann ist das vielleicht doch eine Option für uns? Also nimmt RFA eine Vorreiterrolle ein? Also ich denke, wir haben heute gesehen, es gibt vier Unternehmen, die da dabei sind. Da macht die GOSA eine tolle Arbeit und es scheint ja auch nicht nur ein nationales Projekt zu sein, sondern auch internationale Player sich dafür erwärmen zu können und das spannend zu finden, jetzt aus UK und aus den Niederlanden, also wir haben schon mindestens drei Länder in Europa. Ich hoffe, dass durch das Event mehr Leute das noch interessant finden, weil eine größere Auslastung für den Spaceport ja die Realisierungschance einfach auch verstärkt. Ja. Von daher würde ich mich freuen, wenn das ein noch international größeres Projekt wird. Ja. Wie wichtig war es, dass der Herr Altmaier heute da war als Vertreter der Politik? Ja, ist natürlich super. Was Besseres kann man nicht erreichen mit so einem Event, als dass der Wirtschaftsminister da ist. Perfekt, besser hätte es nicht laufen können. Und die Worte, die er gewählt hat, ich war auf dem Weltraumkongress vor 2 Jahren auch hier und den Bogen, den er gespannt hat, also schön, dass er sich dieses Thema so annimmt und auch sagt, er wird aus seinem Haus die Machbarkeitsstudie jetzt halb finanzieren und eine kleine Initiative auf den Weg bringen. Das sind doch tolle Signale, die das Gesamtökosystem Raumfahrt fördern und profitieren wir als Startdienstleister letztlich dann auch von, absolut. Wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne. Also fassen wir nochmal zusammen. Der Spaceport ist eine Option, den RFA nutzt, wenn es sich anbietet. Und damit schlägt Jörn Spurmann in dieselbe Kerbe wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in seiner Rede vorher, als es darum ging, das deutsche Raumfahrtprogramm zu stärken. Konkurrenz belebt das Geschäft. Dieser ökonomische Grundsatz gilt natürlich auch in der Raumfahrt und auch bei der Auswahl von Startplätzen. Und wir haben es gerade von Jörn Spurmann gehört, das Vorhaben der German Offshore Spaceport Alliance ist ein europäisches Projekt. Nochmal Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Ich weiß aus eigener Erfahrung und aus großer Bewunderung für Ihr Land, dass die Niederlande gerade bei solchen Themen vorne mit dabei sind und dass sie sehr viel einzubringen haben in der Realisierung dieses Projektes. Und deshalb machen wir heute nicht nur einen Schritt in Deutschland, sondern wir machen einen Schritt gemeinsam mit unseren Nachbarn in Europa und wir machen einen Schritt hin zu einer technologischen Souveränität, die nicht verwechselt werden darf mit Autarkie oder mit Autonomie, aber dazu beitragen soll, dass der Industriestandort Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten die Erfolgsgeschichte fortsetzen kann, die ihn in den letzten Jahrzehnten bereits ausgezeichnet hat. Damit sollte klar sein, dass der Spaceport natürlich auch ein wirtschaftliches Vorhaben ist. Darüber, was er für die deutsche Wirtschaft bedeutet, sprach ich mit Matthias Wachter, dem Abteilungsleiter für internationale Zusammenarbeit, Sicherheitspolitik, Rohstoffe und Raumfahrt des BDI. Und ich würde von dir gern wissen, warum der BDI? Was hat der BDI mit Weltraum zu tun? Der BDI ist die Stimme und der Dachverband der deutschen Industrie. Wir haben etwa 100.000 Industrieunternehmen in unserer Mitgliedschaft. Großteil davon familiengeführt mittelständisch, klassische produzierende Unternehmen. Und wir stellen fest, dass immer mehr dieser Nicht-Raumfahrtunternehmen raumfahrtbasierte Technologien, Daten vor allem, nutzen für ihre Produkte, für neue Innovationen, für neue Geschäftsmodelle. Und damit kann man sagen, Raumfahrt ist längst kein Prestigethema mehr, sondern es ist ein wirklich hartes industriepolitisches Thema mit einer ganz zentralen Bedeutung für die Nicht-Raumfahrt. Und wir sehen, dass das immer wichtiger wird. Und deshalb engagieren wir uns so stark für Raumfahrt, weil es für die gesamte deutsche Industrie von ganz zentraler Bedeutung ist.
Jetzt haben wir heute auf dem Vortrag oder bei dem Vortrag von Herrn Minister Altmaier gehört, dass es 2 Jahre gedauert hat von dem letzten Kongress, als beschlossen wurde, wir machen das bis heute. Es wurde gesagt, das ist für politische Verhältnisse ziemlich schnell. Mhm. Wie schätzt ihr denn das ein oder wie schätzt du denn das ein? Ist das schnell genug? Sollte es noch schneller gehen? Ist die Geschwindigkeit anzupassen für die nächsten Schritte? Also wir haben vor 2 Jahren, nicht mal ganz 2 Jahren, im November 2019 bei uns im Weltraumkongress damals die Initiative für das Thema Startplattform gelauncht. Und das wurde damals von vielen belächelt. Die haben geglaubt, das ist ein Spleen, das ist kein ernst gemeinter Vorschlag. Und ich glaube, wir haben es geschafft, zusammen mit den beteiligten Unternehmen innerhalb von weniger als 2 Jahren ein Konzept vorzulegen, sehr qualifiziert ausformuliert, wie sowas aussehen kann. Wir haben ein privates Konsortium Ende letzten Jahres gegründet, die German Offshore Spaceport Alliance. Und wir haben jetzt heute MOUs mit 4 europäischen Launchern unterschrieben, 2 davon aus dem Ausland, Skyrora aus Großbritannien, T-Minus aus den Niederlanden, plus von deutscher Seite die Rocket Factory Augsburg und High Impulse, die sagen, wir wollen das starten. Wir können uns das total gut vorstellen. Für uns macht es Sinn. Lasst uns den nächsten Schritt geben. Und ich finde, das ist schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Entwicklung, in der Kürze der Zeit so ein Projekt zu launchen und vor allem zu so einem hohen Konkretisierungsgrad zu führen. Ja, es war die Rede davon, dass das Konzept 50 Seiten umfasst, was wirklich aus eigener Erfahrung sehr, sehr viel ist. Mhm. Wie schwierig oder einfach war das für euch, Leute an Bord zu holen? Also diese Idee eines deutschen Weltraumhafens heißt nämlich, das heißt, wie ich weiß, nicht Weltraumbahnhof. Da ist man bei der GUSA wohl sehr, sehr empfindlich, was das angeht. Aber Weltraumhafen, wie schwierig war das, Unternehmen an Bord zu holen und die für diese Idee zu begeistern? Also wir sprechen immer von einer Startplattform, weil bei einem Weltraumbahnhof, da denkt man immer gleich Cape Canaveral, Baikonur, riesige Infrastruktur, riesige Flächenverbrauch und. Und wir haben ja einen anderen Ansatz. Unser Ansatz ist, mit bestehenden Technologien und bestehenden Dingen, die schon da sind, zu starten. Also wir wollen von einem sogenannten Kombidockschiff, das zum Beispiel für das Aufrichten von Windleitern genutzt wird, wollen wir eine kleine Trägerrakete ins All starten. Aber das ist ein anderer Ansatz, der wesentlich flexibler ist und natürlich auch wesentlich kosteneffizienter. Es muss keine große Infrastruktur gebaut werden. Es ist alles da, das Schiff ist da, die maritime Infrastruktur im Hafen, die Hafenanlagen, die Hallen. Wir können das alles nochmal nutzen. Ja? Vieles davon wird für die Windenergie und das Aufstellen von Offshore-Windenergie genutzt. Und wir würden das sozusagen einfach einer zweiten Verwendung zuführen. Also es ist ein sehr, ich würde auch sagen, nachhaltiger Ansatz. Und wir haben, würde ich sagen, relativ schnell, als wir die Initiative gelauncht haben, Unterstützer gefunden. Zum einen Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir können uns das vorstellen, das zu realisieren. Aber auf der anderen Seite auch, und das hat man ja heute bei der Veranstaltung auch gesehen, Launch Companies, die sagen, hey, ja, wir wollen da starten. Wir sehen die Vorteile. Wir sehen die geografischen Vorteile, aus der Nordsee zu starten. Man kann wichtige Orbits und Bahnen erreichen. Wir sehen den Flexibilitätsaspekt. Und wir sehen natürlich auch, und ich finde, das darf man in der Diskussion nicht ausblenden, es wäre aus EU-Territorium heraus. Alle anderen Dinge, über die wir oft reden, sind ja außerhalb der EU und damit mit Auflagen, Einschränkungen und verbunden. Und das wäre sozusagen eine echte EU-Lösung aus der EU heraus zu starten, mit all den Vorteilen, keinerlei Exportbeschränkungen und. Von daher haben wir industrieseitig auf Seiten der Unternehmen eine super Resonanz, ein tolles Feedback. Wir haben medial eine Wahnsinnsresonanz. Und jetzt müssen wir das vor allem auf der politischen Seite. Auf der politischen Seite müssen jetzt die entscheidenden Schritte folgen, Genehmigung und das Go, damit die Unternehmen letztlich jetzt die tatsächliche Realisierung beginnen können. Wir sind bereit. Ich glaube, das hat man heute gesehen. Der Ball liegt jetzt im Feld der Politik. Inwieweit ist es da wichtig? Josef Aschbacher hat beim Space Symposium gesagt, dass er doch sehr verwundert darüber ist, dass die europäische Raumfahrt keine Möglichkeit hat, selbst Astronauten ins All zu bringen. Jetzt weiß ich, Mikrolauncher ist für Astronauten eher nicht so geeignet. Ist das aber der erste Schritt in die richtige Richtung, um das quasi auch noch politisch zu untersetzen, also auch Forderungen an die Politik zu adressieren? Also ich persönlich bin der Auffassung,
wenn Europa das Thema strategische Autonomie ernst nimmt, und es wird ja in allen Sonntagsreden taucht es immer und immer wieder auf, dann brauchen wir auch einen astronautischen Zugang ins All. Ich meine, wir haben Trägerraketen, wir haben die Ariane, wir haben alle Voraussetzungen. Die Ariane 5 wurde damals extra auch so konzipiert, dass sie astronautisch geflogen werden kann. Es ist alles da, es ist technisch machbar. Es ist am Ende des Tages eine Frage des politischen Wollens und des Willens. Und ich fände es gut, wenn europäische Astronauten auch mit europäischen Raketen ins All starten würden. Wir sehen also, dass die deutsche und europäische Raumfahrt auf einem guten Weg zu sein scheint. Es entsteht ein Ökosystem, in dem der Spaceport ein wichtiges Bauteil ist. Und auch die Entwicklungen rund um die Mikrolauncher sind sehr spannend zu verfolgen. Und darüber spreche ich mit Moritz von Senkrechtstarter und Sirwan von Marschroniken in einem Live-Talk. Für uns bedeutet das, es bleibt weiterhin spannend und wir bleiben weiter dran. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gern ein Like da. Wenn ihr auch zukünftig keine News rund um die Entwicklung aus dem deutschen und europäischen Newspace verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Und folgt uns auch in den sozialen Netzwerken auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Außerdem berichten wir auf unserer Webseite astrodrom.com regelmäßig über die Neuigkeiten aus der deutschen Raumfahrtszene. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sagen Tschüss und wir sehen uns. What are they like?